Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ein Spiel hat mir auf jeden Fall noch gefehlt unter den Minigames in meiner Playlist, und zwar Angry Birds. Ihr könnt mir natürlich weiterhin in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr euch noch von mir wünscht, aber jetzt wird erstmal dieses geile, kultige Spiel angedaddelt. Das ist jetzt das erste Level, also ich habe da noch nicht viel vorweggenommen. Ihr könnt es einfach googeln, Angry Birds Online, und das Ganze jetzt hier gerade auf www.jetztspielen.de. Also wenn ihr Lust habt, dann daddelt es einfach an und ich daddel jetzt ein bisschen mit euch. Damn, yo! Wieso? Das leckt oder was? Ziemlich verkackeiern. Als ob der PC mit dem. Ja, geht schon, geht schon, geht schon. So. Damn. Also erstes Level, relativ easy, hätte man auch mit einem Vogel schaffen können. Aber ich habe 3 Sterne bekommen. Versuchen wir mal so lange wie möglich zumindest 3 Sterne zu generieren. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Dididididid. Na, hauen die sich alle weg? Yo, close. Ja, doch, es reicht. Also das sind auf jeden Fall 3 Sterne. 40.000 Punkte. Versuch das mal zu überbieten. Okay, was haben wir hier? Wenn wir den umschmeißen, können wir den Smiley umwerfen. Höp! Ist das richtig? Yes! Nein! Wieso? Die Kugel ist nicht so geflogen, wie ich wollte. Es ging nur darum, die Kugel umzuschmeißen. Lol. Der Smiley hätte vielleicht nochmal einen Bonuspunkt gebracht. Okay, jetzt das Schwein im Haus. Vielleicht. Ist das gut? Ist das gut? Oder ist das zu weit? Okay, ist ein bisschen zu weit. Machen wir es einfach mal so. Ich will, dass du direkt auf dem Haus landest, Junge. Bam. Okay, das hat nicht viel genützt. Erstes schwierigeres Level. Jetzt habe ich nur noch den letzten hier. Den feuer ich mal direkt ins Haus. Oh, das nützt nichts. Okay, Level auf jeden Fall nochmal. Angry Birds Loading. Hopp. Ja. No. Ich glaube, man kann es auch mit einem Vogel schaffen. Wenn man richtig trifft, genauso wie jetzt. Na, Schwein? Wie? Das Schwein hat das überlebt? Wie das denn? So, nochmal genau dieselbe. Wow, what the heck? So, mein letzter Vogel. Okay, den schieße ich jetzt nochmal ein bisschen flacher. So, und das sollte passen. Das sollte passen. Junge! Was ist das für ein verdammtes Schwein? Ich denke mal, die meisten von euch kennen ja Angry Birds. Deshalb denke ich mal, wenn sich das jetzt nicht ultra entwickelt, dann werde ich hier einfach mal schöne 2 entspannte Folgen von machen. Ich denke mal, ihr feiert das genauso wie ich. Also gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch schon mal dafür. Und dann nach 2 Folgen werde ich wieder ein anderes Spiel andaddeln. Da könnt ihr mir natürlich gerne nach wie vor tolle Ideen. Hüp! Was war das denn? Da könnt ihr mir auf jeden Fall nach wie vor tolle Ideen in die Kommentare schreiben. Denn es gibt viele Spiele, die ich vielleicht so gar nicht kenne, die ihr aber gerne spielt. Oder die ich vielleicht gerne mal für euch aufnehmen sollte. Genauso wie in League of Legends. Ihr schreibt mir Champion-Wünsche, außergewöhnliche Champion-Wünsche hin. Ich spiele die, und genauso hier könnt ihr mir natürlich eure coolen Ideen schreiben. So, trotzdem 3 Sterne bekommen. Nice. Dann ab ins nächste Level. Aha. Ich bleibe mal bei der Taktik, direkt ins Haus knüppeln. Bam. Wow, da ist aber einer schön stabil. Vielleicht ein bisschen tiefer aufs Brett. Jo, die fallen noch um. Ich hätte gar nichts machen brauchen. Lol. Lol. Okay, der hat schon mal ein blaues Auge. Der Dicke da unten. Ja.
Jetzt versuche ich mal diesen Betonblock da unten, den vielleicht auf den dicken zu schieben. Na, ist nicht schlecht. Und es reicht trotzdem nicht. Game over. Okay, dann müssen wir das Level auf jeden Fall nochmal reißen. Also die Technik war dann doch gar nicht so schlecht, weil da ist ja ordentlich was passiert. Ich habe ja nur den zweiten versemmelt. Muss man vielleicht ein bisschen Glück haben am Anfang. So, und jetzt? Ich warte einfach. Guckt euch das an, da passiert nämlich noch was. Ganz entspannt. Nur Geduld. Okay. Das läuft. Jetzt hau ich den im Grunde wieder genauso hin. Hey, die da unten zu kriegen, ist aber nicht leicht. Okay, dann so. Ah! Und jetzt habe ich nur noch einen. Ich schmetter den einfach nochmal genauso rein. Okay, also dieses Level ist schon mal eine größere Herausforderung. Komm, ein, zweimal probiere ich es auf jeden Fall noch. Es muss ja machbar sein. Ich kann ja einmal ein bisschen höher hier reinklatschen. Bam! Na? Na? Oh! Ah, der Stein fällt wieder zur Seite. Geil wäre natürlich, ich denke mal, so ist das ja gewollt, dass der eigentlich nach unten fällt und alle zerfetzt. Okay, die fallen aber jetzt diesmal auch um, denke ich. Ja. Hey, man muss bei diesem Spiel echt Geduld haben. Aber ich kann schon verstehen, wieso das früher. Ich habe es früher auch mega gesuchtet mit meiner Freundin zusammen. Ihr kennt das. Schön aufs Smartphone runterladen. Abends, man liegt noch im Bett, so kurz vorm Schlafen gehen. Wer von euch hat auch mit seiner Freundin immer abends das Ganze so ein bisschen gedaddelt? Jetzt habe ich ein anderes Spiel, was ich mit ihr daddel. Das ist aber so ein bisschen Knobel-Denkspiel. Eigentlich auch ziemlich cool. Okay, aber hier weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich das Level lösen soll. Na, der fliegt nahezu perfekt, aber die Dicken da unten, die krieg ich nicht klein. Was soll ich denn dann machen? Ich versuch mal. Nee. Von oben einfach drauf? Vielleicht so? Jetzt weiß ich nur nicht, ob der Winkel stimmt. Ah, ganz so schlecht ist nicht. Ganz so schlecht ist nicht. Flieg noch ein bisschen, mein Junge. Ja. Nein? Nicht perfekt erwischt, aber jetzt müssen wir erstmal abwarten. Wow, fällt hier gar nichts. Hier ist gar nichts gefallen. Ich versuch's aber jetzt einfach nochmal genauso. Hä? Flieg, mein Junge! Flieg! Ich will einfach, dass er einmal von oben drauf knallt. Yes! Genauso! Yes! Genauso! Es reicht trotzdem nicht. Okay, jetzt klatschen wir den nächsten einfach mal ins Haus rein, um ein bisschen die Stabilität wegzunehmen. Bäm. Okay. Es scheint aber alles nicht zu funktionieren, weil einfach unten diese beiden deutlich widerstandsfähiger sind. Guck mal wieder. Nein, der Stein flog gut, aber er ist zerstört. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wie ich die beiden Großen kriege. Habe ich den ersten und. Er hat schon ein blaues Auge, der da drunter. Und wieder Game Over. Ja, ich werde es auf jeden Fall so lange spielen, bis wir es schaffen. Ich gebe niemals auf. Ihr kennt mich. Zack. Das ist doch nicht wahr. Dann fange ich direkt nochmal an. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, es ist gar nicht so gut, dass ich die so tief raushaue. Ich glaube, ich muss ein bisschen höher raushauen.
Und dann fliegen die höher auf den Turm und können den viel besser umschmeißen. So, so ist jetzt besser. So müsste besser sein. Ja, da ist schon mal der erste weg. Der zweite weg, der dritte weg. Okay, die haben wir ja jedes Mal geschafft. Die Herausforderung sind die beiden unten. Und da weiß ich nach wie vor nicht. Guckt euch mal an, wie geschützt die sind. Wie willst du etwas wegknallen, was so geschützt ist? Ich müsste einen perfekten Treffer von oben landen. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, der muss, hier muss er runterkommen. Komm runter, Junge! Etwas zu früh. Beziehungsweise etwas zu spät. So, etwas spitzerer Winkel. So, öpp. Flieg, Junge! Es ist so ein entspanntes Spiel. Also genau das Richtige für zwischendurch. Obwohl mir das fast schon ein bisschen zu ruhig ist. Also vielleicht so in der großen Pause. Ich habe euch ja immer gesagt, hey, die Minigames sind schön für zwischendurch. Aber das ist mehr sowas vorm Einschlafen. Also wenn ihr jetzt gerade irgendwie esst oder euch chillig noch vorm Schlafen gehen so eine Folge reinzieht, ich glaube, das ist genau das Richtige. Und der kommt. Der kommt! Was? Wenn er direkt auf einem Schwein landet, reicht es nicht, um das Schwein zu killen? Ist es sein Ernst? Ist das sein Ernst? Also ich probiere es jetzt noch einmal. Und dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich keine Lösung habe. Zumindest jetzt nicht auf die Schnelle hier in der Aufnahme. So, nochmal einen Ticken höher jetzt. Zack. So, dass ich das alles umgeworfen bekomme, das ist klar. Das schaffe ich schön mit einem Vogel. Aber an diese unteren beiden. Man muss vielleicht ein bisschen Glück haben, dass alles gut fällt. So, sind jetzt freigeschaufelt. Das Problem ist, was ich sehe, ich komme jetzt mit einem Vogel vielleicht an ihn ran. Hä? Was? Junge, ich habe nie im Leben so geschossen. Mich verkackeiern. Ihr habt doch gesehen, wie ich gezielt habe. Nochmal. Zack, ja, so habe ich gerade geschossen. Okay, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Nochmal. Bam. Und. Ich krieg das Level nicht hin. Das dritte Level, meine Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, wie schnell ihr dieses Level gelöst habt. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Ich brauche eine kleine Entspannung. Und danach zocke ich ein anderes Angry Birds. Also morgen gibt es nochmal ein anderes Angry Birds. Oder vielleicht nochmal dasselbe. Oder ich mache das Level jetzt. Ich versuche es nochmal zwei, dreimal für mich selber. Und dann werdet ihr ja morgen sehen. Habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Oder zocke ich ein anderes Angry Birds? Auf jeden Fall gibt es morgen nochmal eine Folge Angry Birds. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Ich denke mal, was Schönes, Entspanntes vorm Schlafen gehen. Und morgen gibt es nochmal, wie gesagt, eine Folge. Ich bin euer Powerwort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.